Hallo. Ho, ho, ho! Willkommen Mitte November, ja. Den offiziellen Endspurt zu Weihnachten. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst, aber Spekulatius und Dominosteine sind schon seit gut 2 Monaten im Handel. Endspurt, sage ich ja deswegen. Das wird jetzt auch abverkauft und ab Dezember gibt es das Zeug nicht mehr. Und was soll ich, aber weil, wir wollten uns wahrscheinlich darüber unterhalten, was ist jetzt nochmal schnell in diesen Vorweihnachtsstress reingekommen? Coca-Cola Zimt. So, warum? Hatten wir nicht schon mal eine Zimt-Cola? Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir eine Zimt-Cola schon getestet hätten. Gab es nicht mal diese komischen Weihnachts-Colas und Schneelimos von irgendwie einem Discounter? Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob die nach Spekulatius schmecken sollte. Vielleicht gab es mehrere Sorten. Vielleicht war es alles gleichzeitig. Man weiß es nicht. Ja, Coca-Cola hatten wir noch keine Zimt-Cola. Ja, jetzt sind sie völlig ausgetickt bei Coca-Cola. Jetzt gibt es Limited Editions endlich bei Coca-Cola in der normalen Sorte. Bei Fanta ist es ja schon fast normal, dass eine Woche eine Fanta-Sorte rauskommt und nächste Woche schon wieder weg ist. Übrigens, sie hatten der Ständer mit der Zimt-Cola war schon deutlich besser gesplündert als der Halloween-verfluchte Fanta-Ständer, der noch daneben war. Die war auch wirklich nicht gut. Und ich habe nachgeguckt, dieser Farbstoff war tatsächlich schlicht und ergreifend Aktivkohle. Man hätte auch einfach Fanta nehmen können, orange Fanta, und einfach durchkippen durch seinen alten Grill. Aber ich glaube, dann ist es völlig Barrique-Flavor. Ja. So eklig war es dann doch wieder nicht. Genau. Ja, aber jetzt Zimt-Cola. Natürlich ohne Zucker. Natürlich ohne Zucker. Obwohl die Fanta ja jetzt ja wieder Zucker hatte. Aber das ist irgendwie vertan. Wenn es nicht mit Zucker gewesen wäre, wäre es Coca-Cola, Zimt und Zucker. Und das ist eine tolle Sache für Leute, die Grießbrei, Milchreis, Crepe. Ja. Alles, was Weihnachten rauskommt, kandierte Äpfel, keine Ahnung. Kann man auch sehr gut damit essen, ja. Angeblich hat der Coca-Cola den roten Weihnachtsmann eingeführt. Davor war er wohl nicht zwingend rot. Ja, denn er kam von After Eight. Nein. Aber wann wird endlich mal der Weihnachtsmann bei Coca-Cola diverser? Obwohl er jetzt ja schon einen Tick so einen Sepia-Ton drauf hat. Du meinst, wann ist er vielleicht eine Cis-Frau? Vielleicht auch ein Cis-Lord, keine Ahnung. Das mit dem Cis-Lord würde ich noch nicht ausschließen. Aber es wäre auch toll, wenn der Weihnachtsmann weiblicher wäre und vielleicht asiatischer. Und nackter. Oder dunkler. Oder so. Tja, keine Ahnung. Oder ein Känguru. Das finde ich sowieso super. Der australische Markt darf man nicht vernachlässigen. Auch da ist Weihnachten. Ja, aber da fährt der Weihnachtsmann Wasserski, habe ich gehört. Hauptsache, er hat Sonnencreme drauf. Vielleicht eignet sich das ja auch als Sonnencreme. Wollen wir diese Flasche eigentlich auch öffnen? Ich glaube schon. Hat sogar einen eigenen Deckel bekommen. Ja, mit Zimt drauf sogar. Nicht mit Zimt drauf, sondern dem Wort Zimt. Ja. Du verwirrst uns unsere Millionen von Fans, die sich fragen, warum ist der Weihnachtsmann nicht mazedonisch? Und wenn, dann... Und ist es nordmazedonisch oder griechisch-mazedonisch? Ja. Hassmails wie immer unter dem YouTube-Kanal. Wir freuen uns schon sehr drauf. Es riecht zimtig. Ja, es riecht tatsächlich ein bisschen nach Zimt. Ich möchte sagen, dass ich Zimt im Essen nicht leiden kann, es sei denn, es ist scharfes Essen. Ich mag es nur in die asiatische Verwendung von Zimt. Diesen ganzen Weihnachtskram ist man dann immer ein bisschen schnell über. Das muss ja dann alles mit Zimt sein. Rotkohl mit Zimt, Pöse mit Zimt, Gans mit Zimt, Currywurst mit Zimt, Cola mit Zimt, alles mit offensichtlich. Zimt. Offensichtlich. Ist da auch Zimt drin? Das würde mich jetzt sehr wundern. Zutaten. Wasserkohlensäure, Farbstoff, E150D, Säuresmittel, Phosphorsäure, Süßungsmittel, Aspartam. Natürliche Aromen, Aroma, Koffein. Nein, Zimt ist in der Zutatenliste tatsächlich nicht drin. Hättest du schon mal in der Gruppenbeschreibung ahnen können. Kalorienfreies, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Pflanzenextrakten und Zimt. Geschmack. Ja. Aber mit Pflanzenextrakten. Ach, Algen. Ja, damit wissen wir, dass es nicht aus Bakterien kommt. Ist es denn vegan? Wenn ich wüsste, was Farbstoff E150D ist, wenn das jetzt Schweineblut oder sowas wäre, dann ist es nicht vegan. Nicht schon wieder Aktivkohle, oder? Machen die jetzt Kohle auch so schwarz? Warum hast du die Gläser so voll gemacht?
Falls es ganz eklig ist, muss ich nicht ganz so viel davon wieder mitnehmen. Gab es nicht guten Zimt und schlechten Zimt? Der eine kam von irgendwo her und der andere von Madagaskar oder so? Oder war es Muskatnuss? Das gab es auf jeden Fall mit Vanille und ich vermute, dass es sowas auch mit Zimt gibt. Aber es hat auf jeden Fall eine Zimtnote. Ja. Es schmeckt nicht penetrant nach Zimt, aber es hat so eine zimtige Note. Ja, das ist wirklich nur eine Note. Man kann es trinken, auch wenn man sich fragt, warum zur Hölle ist Zimt drin. Das habe ich schon nicht verstanden bei der Red Bull Cola. Ja, also es hat so einen zimtigen Geschmack. Ich finde, man schmeckt den Süßstoff dadurch einen Ticken weniger. Stimmt, obwohl auch ein Tick unterstrichen wird. Aber es unterstreicht aber meine Meinung zum Zimt zu Weihnachten. Es ist einfach überall drin und man kann es nicht mehr schmecken. Wenn ihr zu Weihnachten Zimt essen wollt, macht Moussaka. Ja, oder er isst Zimtsterne. Ja, ich wollte jetzt irgendwas nehmen, was nicht typisch Weihnachten ist. Ja, aber wenn man zu Weihnachten Zimtsterne isst, hat man wenigstens mal ein typisch weihnachtliches Essen zu Weihnachten, auch wenn es dann vermutlich im Supermarkt schon lange wieder ausverkauft ist. Faszinierend. Warten wir jetzt auf den Coca-Cola Weihnachtstruck und geben das zurück? Kommt er wieder nach Berlin? Keine Ahnung, vielleicht wird es abgeschafft, seit LKWs auf Weihnachtsmärkten ziemlich für Chaos gesorgt haben vor Bayern. Oder es kommen einfach ganz große Betonsperren um die LKWs drumherum. Aber kommen da die Weihnachtskängurus nicht einfach rüber? Ja, aber nicht die LKWs. Manche glauben, wir haben drin. So, habe ich schon erwähnt, was der ganze Spaß gekostet hat? Nein, hast du noch nicht. 1,39, genauso wie die normale Cola bei Rewe. 1,5 Liter. Ich habe bei verschiedenen anderen Märkten schon gesucht, ob ich die auch finde. Habe ich aber nicht. Also Kaufland hatte es nicht, Real hatte es nicht. Bei Netto zumindest nicht drüber gefallen. Und kann jetzt sein, dass das jetzt bei anderen Märkten demnächst auch auftaucht. Ich meine, die Weihnachtszeit kommt ja noch. Was? Ich dachte, wir sind fast durch. Totensonntag war noch nicht, also... Ein Zombie-Weihnachtsmann. Wir sollten die Feste direkt schon zusammenbauen. Dass du quasi den Zombie-Weihnachtsmann schon von Ende Sommer bis, sagen wir mal, Anfang Frühling, also bis zum Karneval durchnutzt. Von nach Halloween wird dann einfach so ein bisschen von Zombie so ein Ticken weggenommen von ich will eure Gehirne zu in den Sack zu ich habe hier Gehirne für euch im Sack und danach wird's Kamelle. Vielleicht. Bist du auch noch interreligiös, wenn der Weihnachtsmann? Nicht, dass der für einen anderen Gott als den schnöden Dollar steht, aber... Ich wüsste jetzt nicht, dass der Weihnachtsmann tatsächlich eine christliche Geschichte wäre. Taucht gleichzeitig immer nur zu diesem Fest auf, aber vielleicht... Ja, aber... Auch dieses afrikanische Ding, Kwanzaa. Kwanzaa. Offen gestanden, ich habe mal ein bisschen in der Bibel gelesen aus Interesse, was ich jetzt nicht so direkt glauben kann. Und Gott musste vor der Tür warten, denn es war Bescherung. Und Gott sah, dass natürlich sein Vater wieder den falschen Quatsch gekauft hat, und er am nächsten offenen Tag wieder zurückgehen musste und umtauschen. Genau, dieser ganze Quatsch stand nämlich gar nicht in der Bibel drin. Da wäre Weihnachtsmann, Christkind... Glühwein, Weihnachtsbaum, Weihnachtsmarkt. Ist noch nicht mal die Asia-Pfanne drin? Nicht Bethlehem? Bethlehem liegt doch fast schon in dem Asien, wo die Asia-Pfanne herkommt. Nichts von dem, was hässliche Krippenfiguren, nichts steht in der Bibel drin, dass man das bräuchte. Dementsprechend würde ich mal sagen... Das ist absolut ein interreligiöses Ding. Das ist einfach das große Kommerzfest am Ende des Jahres. Ich würde trotzdem behaupten, wenn es mir wichtig wäre, dass es nicht halal ist und was anderes trinken. Sei es vergorene Ziegenmilch. Wenn sie vergoren ist, ist sie nicht halal. Es ist so kompliziert. Aber mir war okay, wenn ich den einen Film mit diesem einen Typen, der Antonio Banderas war, richtig verstanden habe. Ja, ich glaube auch nein. Meinst du, da ist noch Speicher auf meiner Karte? Ich vermute nicht und damit wünschen wir fröhlich zimtige Weihnachten. Guten Rutsch! Hier ist die Mitte.